Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Craft Attack. Leute, dieses Wochenende ist es soweit. Wir werden am Samstag, den 20.11.2021, ein großes Charity-Event haben, werden Viertelball spielen, also echtes Fußball hier in dieser Arena. Und damit das Ganze richtig cool wird, habe ich mich nochmal hingesetzt und habe einen Feinschliff gemacht. Ich habe die Technik verbessert und nun alles in dieser Arena fertiggestellt. Und ich möchte sie euch jetzt gerne zeigen. Die finale Technik von Viertelball, die ich für diese Arena entwickelt habe. Es haben so viele Leute mitgeholfen am Bau dieser Arena, an der Planung, Erstellung. Ja, und alles, was ihr halt hier im Untergrund gerade nicht seht, habe ich gemacht. Und vor allen Dingen auch diese ganze Computertechnik. Ihr seht schon, es gibt hier einige neue Sachen. Wir resetten jetzt erstmal das große Display da oben. Ihr seht grün und gelb, die beiden Tore, die wir haben. Wir haben das gelbe Tor hier und das grüne Tor dort. Und wir haben hier die Punktezähler für die beiden Tore. Natürlich ist es, wie beim Fußball so, ne? Gelb kriegt einen Punkt, wenn da das Tor fällt. Und grün kriegt einen Punkt, wenn da das Tor fällt. So, und wir haben hier eine Zählautomatik. Das heißt, wir können die ausschalten. Dann muss hier oben in der Regie jemand auf diesen Knopf drücken, um zum Beispiel bei grün plus 1 zu zählen. Das heißt, Team Grün erhält jetzt einen Punkt. Das braucht immer ein paar Sekunden, weil wir einen richtigen Computer hier haben. Das hatte ich euch in den letzten Folgen Craft Attack gezeigt. Einfach mal nachgucken. Aber erstmal, liebe Leute, an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle Leute, die mich in letzter Zeit so gut unterstützt haben hier auf diesem Kanal. Ich merke richtig, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt, es hilft tatsächlich was. Das YouTube-Video wird wirklich besser geratet, auch wenn ihr einen Kommentar schreibt. Man merkt es richtig, dass das YouTube-Video häufiger empfohlen wird. So ist halt der YouTube-Algorithmus, so funktioniert er halt. Und ihr, liebe Leute, könnt quasi mit euren Bewertungen, eurem Kommentar darüber entscheiden, ob ein YouTube-Video erfolgreich wird oder nicht erfolgreich wird. Ihr habt's in der Hand, also Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, schaut euch das an. Ja, es funktioniert auf jeden Fall, das Zählen. Und was wir jetzt machen können, ist, wir können die Zählautomatik anmachen und wir drücken auf neuer Ball. Und jetzt passiert Folgendes, achtet mal. Ich drücke auf neuen Ball, es dauert einen Moment und da in der Mitte des Spielfeldes kommt nun eine Turtle. Und die Turtle ist jetzt unser Spielball und nun heißt es, ja, ein Tor schießen. Und auch die Tormechanik wurde verbessert, vielleicht erinnert ihr euch noch, die war nicht so zufriedenstellend wie bis jetzt. Ja, und die habe ich jetzt auch verbessert. Passt auf, passt auf, passt auf. Wir schieben die Turtle noch hier rein und heute möchte ich euch in der Folge noch etwas ganz Besonderes machen. Und zwar erstmal, zack, wir haben ein Tor geschossen. Ihr seht, die Schildkröte wird jetzt mitgenommen. Und ich habe bei grün Tor geschossen, das bedeutet, gelb bekommt einen Punkt. Vollautomatisch, wie ihr seht. Das Display aktualisiert sich und gelb erhält einen Punkt. Um euch zu beweisen, dass das andersherum natürlich auch funktioniert, gehen wir nochmal hier in den Regieraum und neuer Ball. Es wird ein neuer Ball gespawnt. Wir können auch hier diese Tür zumachen. So, ihr seht, der neue Ball wird gespawnt und das Spiel geht weiter. Ab jetzt ist Anpfiff. Und das sind eben noch die kleinen Details, die wir verbessern wollen. Und zwar möchte ich gerne noch ein bisschen Sounds hinzufügen. Ja, also erstmal, da, Turtle ist drin im Tor. Jetzt bekommt grün noch einen Punkt. Gut geschrieben. Wir warten, wir warten, wir warten, um es euch zu beweisen. Derzeit kann ich nochmal die Tür hier wieder öffnen. Und grün hat einen Punkt bekommen. Das ist es, Leute. So, das wird auf jeden Fall actionreich. Ich bin ein bisschen am Überlegen, wie ich dieses Event euch zeigen werde. Ich habe ganz lange darüber nachgedacht. Wisst ihr, was für eine Idee ich habe? Wenn es okay ist, und schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde ich euch anbieten, das Event am Samstagabend zu filmen und es euch auf YouTube zu zeigen in einem 360-Grad-Video. Was haltet ihr davon? Das Fußball-Event aus einer 360-Grad-Kamera mitzuerleben, die über dem Stadion entlang schwebt. So könnt ihr quasi euch alles angucken und ihr müsst keine Sorgen haben, dass ihr irgendeinen Moment verpasst. Ist das was für euch? Es wird ein Riesenaufwand, aber vielleicht mache ich ihn euch. Also vielleicht werde ich, nein, nicht vielleicht, komm, je nachdem, wie viele Kommentare ihr jetzt schreibt. So, machen wir es davon abhängig, ganz fies. So, und jetzt, nachdem wir sehen, dass die Technik funktioniert, hole ich einmal Glocken. Ja, Leute, falls ihr es noch nicht wusstet, wo wir schon bei diesem ganzen Unterstützungsthema sind, also das mit dem Abonnieren muss ich euch hoffentlich nicht sagen. Ich glaube, die meisten von euch wissen das, dass man bei YouTube jemanden abonnieren kann und automatisch dann Videos erhält. Und dann gibt es bei YouTube immer noch diese Glocke. Diese komische Glocke. Ich wüsste, wie lange ich gebraucht habe, das zu verstehen. Wenn ihr jemanden abonniert, dann tauchen die Videos von dem zwar in der Abo-Box auf, aber ihr wisst nicht, wann genau das Video online geht. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann macht die Glocke das, was sie auch in Minecraft macht. Sie wird euch nerven. Und zwar jedes Mal, wenn ein YouTuber ein Video hochlädt, wird euer Handy machen oder bing
oder was auch immer für ein Geräusch ihr da habt. Aber darum soll es jetzt ja gehen, Leute. Denn wir wollen dieses nervige Geräusch nehmen und wollen das hier in der Technik verstecken. Natürlich nicht. Wollen nichts Böses damit machen, aber ich habe mir Folgendes überlegt. Hier hinter dem Tor ist einmal eine Technik, die dafür sorgt, dass erkannt wird. Das ist schwieriger, also denkt ihr durch zu finnicken. So, hier ist eine Technik, die erkennt, dass ein Tor geschossen worden ist. Und wir können jetzt mit ein bisschen Basic Redstone etwas machen. Diese Leitung hier geht einmal an und aus, wenn ein Tor geschossen ist. Heißt, dass wir diese Fackel einmal angehen lassen können, wenn ein Tor geschossen ist. Dann machen wir einmal hier so einen kleinen Stromhaltemechanismus, also known as Kondensator. Wer meine Videos verfolgt und mich abonniert hat, weiß das schon. Den muss ich das gar nicht erklären, was so ein Kondensator kann. So, und dann müssen wir lediglich einen Verstärker hier machen, einen weiteren von diesen Viechern hier machen. Jetzt ist halt, ja, hahaha, jetzt kommt halt wieder ein gutes altes Problem. Wer Redstone macht, kennt dieses Problem zu Genüge. Platz. Platz ist immer schwierig bei Redstone-Schaltung. Und oftmals das größte Problem von Redstone, dass man zu wenig Platz hat. Also, Verstärker geht an. Dieser Verstärker wird einmal kurz einen Moment angehen, wenn ein Tor geschossen ist. Ne? Leitung geht an und aus. Verstärker wird einen Moment an sein, wenn ein Tor geschossen ist. Ja, und jetzt muss damit was passieren. Und zwar, wobei, warte mal, wir können es noch viel besser machen, merke ich gerade. Ha, wir können es viel, viel besser machen. Machen es anders. Mach einfach hier einen Observer dran. Oh yes, das funktioniert. Und jetzt hier eine Glocke drauf. Ich bin mir sehr sicher, dass es klappt. Was nämlich jetzt passiert, ist Folgendes. Ja, perfekt. Die Glocke wird ein paar Mal gecallt. Weil dieser Strom verliert hier seine Spannung. Und jedes Mal, wenn er die Spannung um 1 verliert, wird die Glocke einmal gecallt. Wunderbar. Also, genau die gleichen Spaß machen wir jetzt auch auf der Seite hier auch. Hier haben wir das Stromding, wir haben hier das, wir können hier einmal das machen und wir können dann hier einmal diesen Kondensator bauen. Redstone, da. Einmal einmal Observer. Mal gucken, dass wir hier oben die Blöcke hier abbauen. Perfekt, dürfen wir abbauen, wunderbar. Observer hier hin, Glocke drauf, fertig. Das heißt, jetzt haben wir ein ziemlich eindeutiges Signal, dass ein Tor geschossen worden ist. Wir gehen hier über den Technikraum wieder zurück. Das muss man auch erstmal wissen, wo man hier entlang gehen kann, um am Ende, ja, bei dieser Tür aus der Technik rauszukommen. Wir spawnen einen neuen Ball, hoffen, dass kein Creeper auf dem Spielfeld ist und uns das Spiel vermiest und testen es einfach mal durch. Da oben ist ein Creeper, das heißt, wir spielen den Ball mal in Richtung das Tor. So, zack, zack, zack. Ihr merkt auch, die Technik hier habe ich auch verbessert, Leute. Es gab nämlich mal den Fall, dass die Schildkröte ab und zu mal da drin zerquetscht worden ist. Ich habe eine Lösung für dieses Problem gefunden, die für mich, wer mich kennt, wieder mal super kompliziert ist, aber eigentlich ziemlich gut. Achtung, und wir hören hin. Komm schon. Ja, eindeutig, ein Tor ist geschossen. Sehr gut. Was jetzt mit der Schildkröte? Ja, genau, das kann passieren, wie ihr seht. Die Schildkröte kann ab und zu mal dort stehen bleiben, was aber nicht schlimm ist, weil die Schildkröte ab und zu sich mal bewegt und sobald sie sich dann anfängt zu bewegen, passiert das. Also alles gut. Alles richtig gut gemacht. So. Genau, ich zeige euch nochmal, wie ich das Problem gelöst habe. Und zwar schaut mal her. Wenn ihr hinguckt, achtet mal jetzt auf den Kolben da unten. Der hier. Die Schildkröte passt hier rein und der Kolben jetzt drückt hier nochmal die Schildkröte. Könnt ihr mal ganz kurz hergucken? Guck mal. Okay. Ich habe euch geblitzt, Dings. Alles ist in Ordnung. Alles ist in Ordnung. Es ist nichts Schlimmes passiert. Das hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Vor allem, wisst ihr, was fies ist? Das ist ausgerechnet. Weißt du, es ist jetzt 50 Mal nicht passiert. 50 Mal hat es geklappt. Und ein einziges Mal zeige ich euch diese Technik, die es verhindern soll. Und es passiert. Ist das Karma? Ist das Karma? Irgendeine Form von Karma, die ich noch nicht kenne? Wenn ja, well played auf jeden Fall an dieser Stelle.
Wir müssen uns jetzt ein Minecart organisieren. Das tun wir am besten da vorne. Hier aus dem Trichter können wir uns mal ein, zwei Minecart stibitzen. Und das Schöne an allem ist glücklicherweise, dass der gute Kroko hier unten, wie ihr seht, ein paar Turtles gesichert hat. Das heißt, wir können hier den Minecart, hoffentlich, wenn es klappt, eine Schildkröte genau rausholen aus diesem, ja, aus dieser Schildkrötenproduktionsstätte. Das ist unsere Förtelball, ja, Maschine, kann man quasi sagen. Hier werden die Förtelbälle erstellt. Na komm, perfekt, und ab die Post. Und einen zweiten Förtelball kriegen wir auch noch hier rein. Wunderbar. Seht, das läuft sehr gut. So, hier unten haben wir sie offenbar gesichert und können auf jeden Fall ohne Probleme neue Bälle holen. Für den Fall, dass mal sowas tatsächlich passiert, sollte eigentlich nicht passieren. Die Technik sollte es eigentlich verhindern, aber jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich auch nichts Besseres mehr machen kann. Seht, das funktioniert. Sehr schön. Ah ja, wir müssen ein bisschen hier aufpassen mit der Technik hier. Das ist nicht so ganz smart gelöst, gebe ich zu, ja. Müssen die Minecarts bei ihm hier wegschicken. Na, F, arme Kröte. Ich steig mal mit dem Minecart aus. So, eigentlich hätte Folgendes passieren sollen. Ihr seht, die Schildkröte sollte im letzten Moment nochmal hier reingeschoben werden und dann schließt sich das Tor. Das Zeitfenster ist so klein, dass die Schildkröte nur einen Millimeter zur Seite gehen muss. Und das ist gerade passiert. Es sollte eigentlich in keinem Fall passieren, ja. Vielleicht kann man einfach den Spielern sagen, dass der Schiedsrichter, der hier steht, einen Seagrass in der Hand hat, damit das nicht passiert. Weil ihr seht, es passiert in der Regel gar nicht. So, und jetzt wird Förtelball gespielt. Die Schildkröte muss irgendwie ins gegnerische Team gebracht werden. Ich weiß noch gar nicht, welche Hilfsmittel erlaubt sind. Ich glaube, wenn ich spielen würde, ich würde Schneebälle nehmen, weil mit Schneebällen kannst du die echt wahnsinnig schnell treiben. So, bing, 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 bing. Wir hören, das funktioniert. Und jetzt muss halt unsere Schildkröte sich mal hier ins Tor bequemen. Wenn das nicht der Fall ist und sie es mal nicht richtig tut, dann gar kein Problem. Dann nehmen wir einfach Seaweed und buxieren sie mit dem Seaweed da rein. Hier, komm mal her. Jam, jam. Schlecker. Jam, 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 jam. Komm hier. Ja, kommst du. Komm mal her, kleine Schildkröte. Ja, aber wenn das nichts hilft, kann man auch Schneebälle immer noch. Okay, ich gebe auf, ich kann gerade keine Schneebälle organisieren. Also, ab die Post mit dir, rein die Technik. Zur Not muss halt, wie gesagt, einmal jemand schnell sich hier um kümmern. Aber der Rest funktioniert. Also, wir haben genug Turtles. Wir werden auf jeden Fall das Turtlecraft-Turnier ordentlich ablaufen lassen. Wir sehen auch hier schon ein Board, wo dann später die Gewinner auch zusammengefasst werden. Das Event ist vorbereitet. Samstagabend, 20 Uhr. Ich freue mich auf euch. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald und ciao, Leute.